Hallo meine lieben Kreativen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir basteln heute eine Immersivverpackung. Hier habe ich mal ein Beispiel, wie die aussehen kann. Da drin sind weiße Merci. Ja, die ist klein und schnell gemacht. Sieht eigentlich ganz niedlich aus. Ich habe natürlich noch mehrere gemacht, weil auch diese Boxen kommen in Rudeln. Nochmal, also das ist quasi die gleiche. Dann hier habe ich zum Beispiel mit einem Nuvo Drop habe ich hier noch Punkte drauf gemacht. Hier zum Beispiel nur mit ein paar ausgestanzten Sternen, die ich auf 3D-Schaumkissen gemacht habe. Hier habe ich zum Beispiel mit Magnete, die ich unter dem Designerpapier versteckt habe, gearbeitet. Schnapp dann so zu. Hier genauso. Hier habe ich zum Beispiel mit unserem Kunstschnee, der heißt Snowpen, habe ich gearbeitet. Der hinterlässt nachher, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber ich glaube schon, der hinterlässt nachher, ja, wie so ein Schneegrenzen-Finish. Keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Dann habe ich noch die Box hier gemacht. Nochmal eine. Gestern Abend ist dann noch die hier entstanden. Da habe ich hier, da weiß ich auch nicht, ob man es so sieht, also auf dem Baum, auf diesem Stern hier und auf dem Stern habe ich mit dem Nuvo Aqua Shimmer Pen gearbeitet. Und als letztes ist gestern noch die hier entstanden. Die finde ich bisher am schönsten. Da habe ich dann mit ein bisschen Silberfaden gearbeitet. Merry Christmas drauf. Habe ich hier so Glitter Glue genommen noch. Genau. Ja, und heute will ich noch eine machen. Der Grund, dass ich das Video mache, ist, dass meine liebe Kollegin Becky gesagt hat, sie würde das vielleicht auch gern machen, aber sie braucht eine Anleitung und deswegen habe ich gesagt, du, klar, ich mache eine und das wird ja mein Weihnachtsspecial für dieses Jahr, für den dritten Advent. So, dann hätte ich gesagt, dass wir mal anfangen. Wie gesagt, die Box, die ist sehr, sehr schnell gemacht. Wenn man nicht dabei redet und so, ist man da eigentlich ja, innerhalb von 10, 15 Minuten fertig. So, wir fangen an. Wir brauchen Cardstock, der 14,8 x 21 cm ist. Und wir brauchen Designerpapier. Ich habe jetzt das mit diesen Häusern genommen. Das fand ich ziemlich süß. Und das habe ich noch nicht benutzt. Deswegen habe ich gedacht, ja, benutze ich das mal. So, aber wie gesagt, wir fangen mit dem hier an. Wir brauchen unser Schneide- und Falzbrett. Ich lege das jetzt mal hier so schräg ein, dass ihr alles seht. Und wir müssen falzen. Wir falzen auf der kurzen Seite bei 2,5. Ich schiebe es noch, jetzt habe ich erstmal den Fehler gemacht, dass ich auf 1,5 gefalzt habe. Aber das macht auch nichts aus. Also denkt euch die einfach weg. So, bei 2,5 jetzt ist richtig. Und wir falzen bei 3,5. Dann drehen wir unser Papier um 180 Grad und falzen wieder bei 2,5 und bei 3,5 cm. So, dann ist das auf der kurzen Seite schon fertig. Dann drehen wir unser Papier um 90 Grad auf die lange Seite und machen da auch noch ein paar Falzungen. Wir falzen bei 6 cm, bei 7 cm, bei 15 cm. Und bei 16 cm. Dann sind wir auch schon fertig mit Falzen. Falzbrett kann erst mal weg. Ich habe jetzt hier das Feld, das 5 cm ist und hier das Feld, das 6 cm ist. So, dann nehmen wir uns jetzt ein Lineal und einen Bleistift.
Und jetzt setzen wir, also wie gesagt, hier ist das Feld mit denen. Ich hoffe, das kann man irgendwie sehen. Ja, ich glaube, so geht's. Hier ist das Feld mit den 6 cm. Dann kommt das Feld mit dem 1 cm. Und dann setzen wir an dieser Falzkante an, messen uns 6 cm in diese Richtung darüber, machen uns eine kleine Markierung. Das machen wir unten auch. Also hier ist die erste Falzlinie, hier die zweite und dann bei 6 cm. So, und dann, wir ziehen hier nicht durch, sondern ich fahre von unten bis zur zweiten Falz, Querfalz und von oben auch. So, das war es auch schon mit Bleistift und Lineal. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Jetzt brauchen wir unsere Schere und jetzt schneiden wir den gerade gezogenen Bleistiftstrich. Machen wir 2 Einschnitte. So, und jetzt habe ich gedacht, zeichne ich euch ein, welche Felder weg müssen. Und zwar, es kann weg 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auf der anderen Seite genauso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann machen wir jetzt noch hier bei der zweiten Falz von rechts. Da machen wir gleich auch noch einen Einschnitt. Und dann kommt hier auch weg 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und hier sage ich nur 3, weil ich ja da einmal zu viel gefalzt habe, was ich hier nicht hätte machen sollen. So, ich schneide mir hier noch die ein. Wieder wie hier bis zur zweiten Querfalz nach oben. Drehe meinen Cardstock, mache hier das gleiche und dann schneide ich jetzt einfach mit einem Schnitt, schneide ich jeweils die Felder raus. Dann sieht unser Cardstock so aus. Hier ist das Feld mit den 6 cm und hier ist wieder das Feld mit den 5 cm. So, dann nehme ich mir eine kleine Schere, wenn ich sie denn finden sollte. So, und jetzt schräge ich mir diese Laschen an. Aber ich schräge mir sie nur, also nicht komplett an, sondern das Feld, das jetzt hier 1 cm breit ist, das lasse ich. Ich schräge mir nur das untere Feld an, das 2,5 cm ist. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch. Wie gesagt, hier habe ich mich ja verfalzt. Da tue ich jetzt so, als ob einfach die Falzlinie nicht da wäre und schneide mir hier auch jeweils die Ecken raus. Perfekt. Dann drehe ich es mir wieder rum, nur für mich selber zur Erinnerung. Hier ist das Feld mit den 6 cm und hier ist das Feld mit den 5 cm. Da dieses Feld mit den 5 cm mein Deckel, meine Lasche nachher wird und ich mir hier ja überall die Ecken rund gemacht habe, also im Endeffekt liegt es nachher so auf, so sieht es aus. Würde ich mir hier jetzt auch noch schnell die Ecken rund machen. So, dann haben wir das auch gemacht. Und dann bin ich jetzt gerade noch ein bisschen am Überlegen, wie ich denn nachher meinen Verschluss mache. Ich habe hier mehrere Möglichkeiten. Entweder ich eine Magnete. Die Magnete könnte ich dann entweder selbstklebende Magnete nehmen, die ich einfach auf mein Designerpapier draufsetze, oder ich nehme nicht selbstklebende Magnete, die ich dann quasi unterm Designerpapier verstecke. Aber das ist immer ein bisschen blöd, das ja zu machen. Das mag ich immer nicht so gern. Oder ich könnte Klettverschlusspunkte nehmen. Aber ich glaube, ich werde
tatsächlich dieses Mal wieder die selbstklebenden Magnete nehmen. Ja, weil die einfach tierisch leicht sind zu verarbeiten. Das heißt, ja, ich habe mich jetzt für die Variante entschieden und ich mache jetzt weiter damit, dass ich einmal alles von Hand falze. Ihr könnt hier gern ein Falzbein nehmen. Das ist für mich jetzt aber nicht so wichtig. Ich, ja, knicke jetzt einfach von Hand einmal alles. So, perfekt. Und dann können wir auch schon anfangen, dass wir unsere Verpackung zukleben. Und zwar klebe ich nachher einfach nur einmal das hier hoch und dann ist die auch schon fertig geklebt. Deswegen war das auch nämlich vollkommen egal, dass ich hier eine Falzlinie zu viel gezogen habe. So, dann kleben wir mal. Ich klebe mit meinem grünen Tombow, den ich ja in die Nadelflasche umgefüllt habe. Und da bringe ich mir jetzt einfach hier ausreichend Kleber auf die beiden Felder auf. Ich mache gleich beide gleichzeitig, weil das ist sonst nämlich ein bisschen Krampf, dass man, ja, wenn man die eine Seite schon festgeklebt hat, dass man die andere auch noch festklebt. So, und dann nehme ich einfach, klebt es fest, guck, dass hier der Abschluss nach unten schön ist und der Abschluss nach oben schön ist. Drückt es fest. Und dann kann ich auch schon die andere Seite festkleben. So, perfekt. Dann ist unsere Grundbox auch schon fertig. Also ihr seht, das war bisher nicht wirklich ein Hexenwerk. So, dann können wir auch schon mit unserer Deko starten. Ich möchte ja das Papier hier verwenden. Und dazu, also das ist 30,5 mal 15 cm müsste das sein. Und da brauche ich zwei Streifen mit jeweils 7,5 cm. Einmal und zweimal. So, ich habe ja eigentlich immer bei den anderen, habe ich immer oben und unten eine andere Farbe genommen, die sich dann drinnen und hinten wiederholt hat. Aber ich habe gedacht, ich mache jetzt mal eine Box nur mit dem gleichen Muster. Das ist ja sowieso schon sehr aufgeregt mit den ganzen Häusern. Und es hat noch so kleine, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera gut erkennen kann. Vielleicht, wenn ich ein bisschen hin und her. Ja, okay, kann man nicht erkennen. Auf jeden Fall ist noch da so ein bisschen wie Embossing, so kleine Punkte drauf. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme auch eine unaufgeregte Farbe als Cardstock und ich nehme nur ein Designerpapier. So, dann nehme ich mir nochmal mein Schneide- und Falzbrett. Weil ich nämlich jetzt von diesem Designerpapier muss ich mir jetzt verschiedene Stücke abschneiden. Also ich nehme das erste. Bei dem ersten haben wir ein ganz kleines bisschen Verschnitt, aber wirklich nicht viel. Und zwar schneide ich mir als erstes einen Streifen mit 7,7 cm ab. Das ist nachher für die Rückseite. Und der zweite Streifen ist bei 5,7. Ich schreibe euch übrigens auch wieder die ganzen Maße in die Infobox, wie ich das ja immer mache. So, das ist der Verschnitt, was wir haben. So, also wir haben jetzt hier einmal 5,7 cm und einmal 7,7 cm. Und jetzt habe ich mir vorher noch einen zweiten Streifen mit der Breite 7,5 cm abgeschnitten. Und da schneide ich mir jetzt zwei Streifen mit 4,7 weg. So, und der Streifen, was jetzt noch hier übrig bleibt, der Rest, den benutze ich nachher, um innen noch zu verkleiden. Theoretisch
könnte man jetzt diesen Streifen hier benutzen, um noch innen diese 1 cm, diese Lasche hier, was umklappt, also die, der Rücken, die Wand, der Deckel, keine Ahnung, wie es heißt, noch von innen oder außen zu verkleiden, könnte man auch machen. Das mache ich jetzt in dem Fall aber nicht. Aber ich meine, das könnt ihr ja immer entscheiden, wie ihr das möchtet. Das sind ja nur Anreize, was ich euch gebe. Und es freut mich natürlich, wenn ihr dann auch sagt, okay, ihr bastelt es nach und ihr habt Freude dran. Weil, ja, um das geht es ja beim Basteln. Freude haben. Abschalten können. So. Bei mir kommt das Stück hier rein und da ich ja die Ecken abgerundet habe, runde ich jetzt auch mein Designerpapier ab. Das heißt, wenn ich das jetzt auf die andere Seite drauf drehe, muss ich mir mein zwei, also das war jetzt gerade Streifen mit 4,7 cm. Den habe ich ja zweimal gemacht und auf der Seite klebt es ja so rum drauf. Das heißt, hier muss ich von unten meine Ecken abrunden. So, den Eckenabrunder brauche ich jetzt auch nicht mehr. Dann hätte ich gesagt, klebe ich die drauf, weil das war das Einzige, was wir jetzt noch haben machen müssen. Und jetzt können wir unser komplettes Designerpapier draufkleben. So, der Deckel hat, wie gesagt, 4,7 cm war da das Designerpapier von außen und von innen. Da ich mich jetzt hier auch dazu entschieden habe, dass ich selbstklebende Magnete nehme, muss ich jetzt auch nicht gucken, dass ich erst ein Magnet unter das Designerpapier klebe und dann das drüber mache. Deswegen ja, kann ich jetzt alles auf einmal machen. So, das ist jetzt das Stückchen, das 5,7 cm hat. Das kommt hier unten drauf. Ich habe mich hier jetzt bewusst entschieden dafür, dass ich einen relativ schmalen Rand habe. Also das vom eigentlichen Cardstock, der jetzt ja hier in so Creme, Vanille, keine Ahnung wie der Ton wirklich heißt, genommen habe. Aber ihr könnt natürlich auch den Rand ein bisschen größer machen, zum Beispiel 2,5 mm auf jeder Seite. Aber ja, bei mir sind es jetzt eben 1,5 mm. So, das war ja noch unser Rest. Den klebe ich jetzt innen rein. Und wenn der nur jetzt 1 cm oder 2 cm wäre, dann wäre es halt auch so. Aber ja, ich nehme halt den kompletten Rest und klebe den dann einfach rein. So, und hier könnt ihr euch dann auch euer Falzbein nehmen. Das haben wir ja sonst heute nicht gebraucht. Und von innen das nochmal glatt zu streichen. So, dann gucke ich jetzt mal, ob ich überhaupt die Häuser richtig aufgeklebt habe. Habe ich aber in dem Fall, das ist gut. Es muss bei mir nicht immer heißen, manchmal mache ich ja so Leichtsinnsfehler wie vorher beim Falzen. Es regt mich zwar dann in der ersten Minute sehr auf, weil, ja, die Jahre, was ich jetzt schon bastel, sollte man eigentlich meinen, das muss kann und das muss wohl überlegt machen kann, aber... Ja, manchmal passieren halt dann so Leichtsinnsfehler. Aber wie gesagt, in meinem Fall war es jetzt zum Glück nicht so schlimm. Wenn nicht, hätte ich mir eben noch ein neues Stückchen Cardstock ausgeschnitten. Ich meine, das Gute ist natürlich, da wir am Anfang ja dieser cremefarbene Ton, da der ja 14,8 mal 21 cm war, bekommen wir natürlich aus einem DIN A4 Cardstock bekommen wir natürlich immer zwei raus. Das heißt, ich könnte mir jetzt ja auch hier noch eine zweite Box machen. Ich habe aber die zweite Box in Creme schon gemacht und das war jetzt die hier, wo ich hier mit dem süßen Pinguinpapier und mit den Sternen gearbeitet habe. Genau. Das ist übrigens nur, das Merry Christmas ist nur ausgedruckt am PC. Das mache ich ganz gern, dass ich im Internet nach Schriften schaue und mir dann, ja, unterschiedliche Sachen ausdruck. Also ich habe hier Merry Christmas, habe ich noch ganz viele verschiedene Schriftarten gemacht. Ich habe hier immer eine kleine Box, wo fertige Schriften sind. Hier habe ich zum Beispiel noch fröhliche Weihnachten, hier habe ich frohes Fest,
Die muss ich noch zusammenschneiden. Da habe ich Danke, vielen Dank und für dich. Ja, gute Besserung. Das mache ich eigentlich ganz gern, dass ich mir hier was vorbereite, weil wenn ich dann was brauche, dann habe ich es eben griffbereit. Und ja, wie gesagt, die Box habe ich immer parat und die ist auch immer gut gefüllt. So, jetzt haben wir unser Designerpapier aufgeklebt. Das heißt, jetzt geht es so wirklich, wirklich an die Deko. Und da habe ich mir Folgendes gedacht. Und zwar, jetzt werde ich als erstes mal mir noch, die habe ich nämlich gerade geholt, die selbstklebenden Magnete aufbringen. Da, ich mache euch mal größer. So, größer geht's nicht. So, jetzt sollte ich gut im Bild sein. Also, ich ziehe mir die Schutzfolie von meinem ersten Magneten ab. Ich klebe das, ja, erstmal auf den Tisch, war jetzt nicht so gut. Ich klebe das ungefähr mittig oben hin auf meine Lasche, drücke das gut fest. Dann kann ich die zweite Schutzfolie abziehen und dann schaue ich jetzt einfach, dass ich die Box gerade zumache. Ich gucke, dass es oben auch hier gerade ist. Und dann drücke ich das einfach einmal gut fest. Also da drücke ich wirklich so fest, dass sich die hier berühren. Und wenn ich es dann aufmache, dann drücke ich nochmal jeweils die Magnete nochmal richtig fest. Ja, und schon haben wir einen tollen Magnetverschluss. Ich nehme nicht immer selbstklebende Magnete, da die ja recht teuer sind. Deswegen, ja, mache ich wie gesagt auch ganz viel mit Klettverschluss oder eben mit nicht selbstklebenden Magneten, die ich dann aber unter meinem Designerpapier verstecken muss. So, aber jetzt wirklich zur Deko. Und zwar habe ich mir Goldfaden rausgesucht. Der ist ganz dünn, der ist 0,2 mm. Den würde ich gern verwenden. Dann habe ich Glitterglue in Gold, habe ich mir rausgesucht. Den habe ich ja hier auf der Karte in Silber benutzt und das hat mir ja, wie gesagt, sehr gut gefallen. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt hier in Gold. Dann, was ich mir auch noch rausgesucht habe, ist hier ein kleines Holzstreuteil. Das ist auch selbstklebend, also das hat hier hinten hat es noch einen kleinen Klebeschaumstoff dran. Das würde ich noch gern verwenden. Und was ich auch noch gemacht habe, ich habe mir Frohes Fest ausgedruckt, aber nicht nur einfarbig, sondern zweifarbig. Und zwar habe ich das mit den Versacolor gemacht, mit dem Pigmentstempelkissen. Ja, ich hoffe, den Farbverlauf kann man so ein bisschen erkennen. Ich habe oben einen helleren Rotton genommen. Der Rotton heißt 14 Scarlet. Und unten habe ich dann einen kräftigeren Rotton genommen. Und zwar war das 25 Kardinal, heißt der Ton. Genau. Ich konnte mich nämlich nicht entscheiden, was denn besser sonst zu den Häuschen passt. Vor allem die Häuschen haben ja auch ein bisschen einen dunkelroten Ton noch mit dabei. Ja, und deswegen habe ich gedacht, mache ich einfach das mit dem kleinen Farbverlauf. Ich habe mich aber jetzt noch nicht dazu entschieden, ob ich eher das mit dem weißen Rand nehmen oder eher das mit dem Rot, das, ja, würde ich mal noch gucken müssen. Auf jeden Fall würde ich gern das Auto hier so, wo es eigentlich auch schon ist, an den Rand setzen und dann würde ich hier oben das Frohes Fest hinmachen. Den Golddraht, den würde ich gern hinter das Auto in einer Schleife legen und dann würde ich noch so vereinzelt mit dem Glitterglue, ja, Akzente setzen. Und da das jetzt eine Weile dauern kann, würde ich das jetzt auf Schnelldurchlauf machen und dann zeige ich euch nachher das fertige Ergebnis.
So, ihr Lieben, und wie durch einen magischen Trick ist mein Glitterglue getrocknet. Der fällt ja so in sich zusammen, also der bleibt nicht so erhaben wie die Nuvo Drops, wie bei diesem hier. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber da gibt es richtige Halbperlen. Das ist bei dem Glitterglue nicht so. So sieht jetzt mein fertiges Projekt aus. Somit ist diese Merci-Verpackung fertig. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zugucken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ganz liebe Grüße, bleibt gesund, eure Nettie.